Ja, wie kann man das Leben in den Dorfkernen erhalten? Diese Frage wollen wir klären im Gespräch mit Hugo Kern, selbstständiger Stadt- und Raumplaner, tätig vor allem im ländlichen Raum, sowohl für Kommunen als auch private Auftraggeber. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kern, was macht für Sie persönlich das Herz eines Dorfes aus? Das Herz eines Dorfes sind eigentlich die Menschen, wenn man ehrlich ist, weil ohne die Menschen geht nichts. Aber wenn man vom räumlichen Herz spricht, dann ist das der Ortskern. Und wir haben uns in den letzten 50 Jahren leider viel zu wenig um die Ortskerne gekümmert. Wir haben in Zeiten des Wachstums in den 80er, 90er Jahren, wir haben Neubaugebiete geschaffen auf der grünen Wiese, da sind die jungen Familien nach außen gezogen. Wir haben die Handwerks- und Gewerbebetriebe in Gewerbegebiete verfrachtet. Wir haben Einkaufszentren auf der grünen Wiese geschaffen. Das hat alles dazu beigetragen, dass das Herz des Dorfes langsam ausgeblutet ist. Was muss denn passieren? Was können die Gemeinden dagegen tun, dass die Geschäfte, die da noch übrig geblieben sind, allmählich schließen, die Ortskerne total veröden und die Menschen dann langfristig wegziehen? Also wir haben vor 10 Jahren etwa gemerkt, dass wir hier vor einem Riesenproblem stehen, weil ohne ein funktionierendes Herz funktioniert der ganze Körper nicht. Wir müssen uns jetzt wieder ausschließlich um die Ortskerne kümmern. Wir sind im demografischen Wandel. Die Einwohnerzahlen gehen zurück. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über Wachstum, sondern über Schrumpfung. Und es gibt jede Menge Förderprogramme, um in den Ortskernen wieder etwas Gutes zu tun. Aber was heißt das? Was heißt, wir müssen uns um den Ortskern kümmern? Also wir müssen uns zuerst mit den Bürgern zusammensetzen. Denn eine Ortskernentwicklung ohne die Bürger geht definitiv nicht. Wir müssen uns zusammensetzen, müssen gemeinsame Strategien entwickeln und müssen dann versuchen, Funktionen, die nach außen gewandert sind, wieder zurückzuholen. Es gibt viele gute Beispiele im Saarland. Savellingen ist gerade gezeigt worden. Dort hat man in einem Prozess, der hat 12, 13 Jahre gedauert, den Einzelhandel wieder von der grünen Wiese in den Ortskern zurückgeholt. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob da einfach die Motivation fehlt. Aber das Ganze ist ja sicherlich auch eine Frage des Geldes und Kommunen sind immer klamm bei Kasse. Was bedeutet das finanziell für eine Gemeinde? Es ist eigentlich kein Problem. Viele saarländische Gemeinden sind in Förderprogrammen des Bundes. Dort gibt es mindestens 2/3 Zuschuss für solche Maßnahmen. Es ist im Moment sehr viel Geld da. Investoren, das hört man selten. Investoren suchen Projekte, die sie umsetzen können, die sich natürlich auch wirtschaftlich rechnen müssen. Wir brauchen einfach gute Projekte, gute Standorte in der Mitte. Das ist im Ortskern nicht so einfach. Die sind oft sehr dicht bebaut. Einzelhandel braucht große Flächen. Aber es gibt mittlerweile viele gute Beispiele im Saarland, dass das funktionieren kann. Zum Beispiel, was sind die guten Beispiele? Mir fällt spontan Obertal ein. Obertal hat allerdings vor über 20 Jahren schon begonnen, den Ortskern komplett umzubauen. Man hat den Handel zurückgeholt. Man hat jetzt vor 3 Wochen ein aktuelles Wohnprojekt beschlossen, mitten im Ortskern. Das Rathaus ist neu gebaut. Also Obertal hat den Ortskern fit für die nächsten 20, 30 Jahre gemacht. Es gibt aber auch andere Kommunen wie Tholey. Der Ortskern ist wieder top. Illingen ist auf dem Weg. Sie sprechen gerade Illingen an. Da haben wir es gesehen, ja. Die Architekturstudenten, die auch alte Wohnhäuser wieder aufmöbeln. Wie sehen Sie das? Sie haben eben immer von Neubauen gesprochen. Wann macht es Sinn, so ein altes Gebäude wieder aufzumöbeln? Wann ist es langfristig gesehen doch besser zu sagen, das reißen wir ab und da stellen wir einen Neubau hin? Also so alte Gebäude stellen natürlich ein spezielles Problem dar. Insbesondere dann, wenn es eine Schrottimmobilie ist, die seit 5 Jahren nicht mehr genutzt wird, die sie vor sich hingammelt. Das tut weh, wenn wir Touristen anlocken wollen. Die kommen hierher, sagen, ach, der Bostalsee hat uns toll gefallen. Aber die Rückfahrt, die war nicht so schön. Die Nachbarn beschweren sich, weil es will keine mehr dorthin ziehen. Also das ist ein echt spezielles, großes Problem. Und da ist eigentlich jede Möglichkeit recht, um mit dem Problem umzugehen. Es gibt Gemeinden, die haben Abrissprogramme beschlossen, die fördern also privaten Abriss mit öffentlichen Mitteln. Es gibt Gemeinden, die haben Wiedernutzungsprogramme. Das heißt, junge Familien bekommen Geld, wenn sie ein altes Haus nutzen. Es gibt Beratungsgutscheine in Gemeinden. Es gibt das Illinger-Projekt, wo man versucht, innovative Ideen einzusetzen. Also alles ist recht. Wichtig ist, dass man sich darum kümmert als Gemeinde. Jetzt hat sich ja auch die Lebensweise so ein bisschen geändert. Wir bestellen mehr im Internet, lassen uns das liefern. Stichwort Digitalisierung. Was bedeutet das für die Dörfer? Sehen Sie da drin ein Problem, was auf die Dörfer zukommt, oder eine Chance? Also ich sehe die Digitalisierung grundsätzlich als große Chance. Der ländliche Raum hat im Moment 2 Probleme. Das eine Problem ist, er ist nicht selbstbewusst genug. Fragen Sie mal einen auf dem Dorf, ob er stolz ist, im Gegensatz zu einem aus Hamburg, der sagt, toll, ich bin hier in der Stadt geboren. Also das ist ein Problem des ländlichen Raumes. Das 2. Problem ist die Infrastruktur.
Der öffentliche Personennahverkehr funktioniert nicht richtig, der Handel zieht sich zurück und da kann die Digitalisierung helfen. Ich nenne mal zwei Beispiele. In Bayern ist jetzt ein Modellprojekt angelaufen, um den ÖPNV komplett über autonomes Fahren abzuwickeln. Ich finde, das ist eine tolle Chance. Man gibt auf dem iPad über den Rechner ein, um 10 Uhr will ich in St. Wendel beim Arzt sein, 20 Minuten vorher steht das Auto vor der Tür. Das ist eine Riesenchance, genauso der Einzelhandel. Wir können überlegen, ob wir die Zukunft über Amazon bestimmen lassen. Das funktioniert garantiert, Riesenauswahl, es geht schnell. Allerdings, Amazon schafft hier keine Arbeitsplätze, zahlt hier keine Steuern. Es gibt aber auch mittlerweile regionale Projekte. In Merzig zum Beispiel nennt sich Keep Home, wo die örtlichen Händler angebunden sind, wo wir versuchen, über die Digitalisierung regionale Wertschöpfung auf einem modernen Vertriebsweg voranzubringen. Ich merke, da ist viel Potenzial für die Zukunft und Sie sehen der optimistisch entgegen, Herr Kern. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Dankeschön.